Wir sehen uns auf reitschuster.de. Einen wunderschönen guten Abend und heute Grund zum Feiern, etwas nicht Politisches oder nur indirekt Politisches. Und ich habe mir gesagt, das will ich mit Ihnen, mit euch gemeinsam feiern. 300.000 Abonnenten auf YouTube. Ich glaube 45 oder 46 Millionen Aufrufe in einem Jahr. Mehr als 280.000 Abonnenten plus in einem Jahr. Ich bin überwältigt, dass ist etwas, was mich mit Freude erfüllt, auch ein bisschen mit Stolz. Ich sehe es mit Demut, keine Sorge. Ich glaube nicht, dass ich so gut bin. Ich glaube, die anderen Medien, die haben so breite Nischen aufgestoßen und dass die von irgendjemand gefüllt werden, das ist nur logisch. Ich möchte mich heute mal wirklich bedanken bei jedem Einzelnen von euch, bedanken dafür, dass ihr mir das nicht übel nimmt, dass ich so viele Fehler mache, gerade auch technischer Art. Ich weiß, manchmal ist es eine Zumutung, da geht wieder der Ton nicht, da fällt das Licht um während der Aufnahme. Aber ich glaube, inzwischen ist es fast schon so etwas geworden wie ein Markenzeichen. Und es ist auch ein großer Kontrast zu diesen öffentlich-rechtlichen Sendern, wo immer alle wie aus dem Ei gepellt aussehen, mit wunderbarer Maske und die Anzüge wunderbar sitzend, der Ton da und oft dann doch etwas steril. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass Sie das mitmachen, dass Sie sich das ansehen, für dieses Vertrauen, das ja auch hinter diesen Likes steht, hinter diesen Abos, und vor allem, es sind lebendige Abos. Wenn ich mir anschaue, andere Kanäle, auch von Kollegen, über 400.000 teilweise, und wenn man sich dann anschaut, wie wenig die Videos dort geschaut werden im Verhältnis, dann beeindruckt mich das noch mehr, dass sie ihr so gerne zuschaut und meine Arbeit verfolgt. Ich möchte heute versprechen, dass ich weitermache mit der Arbeit. Ich kann noch nicht versprechen, von wo, weil im Moment, da mache ich ja geheim Geheimnis draus, ist das in Berlin alles andere als gemütlich und auch nicht ungefährlich. Aber von wo auch immer, ich mache weiter. Ich lasse nicht locker. Ich will weiter mit Ihnen, mit euch gemeinsam den Dingen auf den Grund gehen, Wahrheiten suchen und nie verkaufen, nie sagen, dass ich im Besitz der Wahrheit bin. Das bin ich nicht. Ich kann nur suchen. Ich kann nur versuchen, mich dem anzunähern, mit vielen unterschiedlichen Blickwinkeln, mit Fehlern, die auch immer wieder passieren werden. Und darum bitte ich ja auch immer alle, sich ganz unterschiedlich zu informieren, aus verschiedenen Quellen. Und ich glaube, das ist der Hauptunterschied. Und ich glaube, das ist das, was uns auch eint, dass ich eben nicht diesen Anspruch erhebe, dass ich die Weisheit und die Wahrheit mit Löffeln gefressen habe. Und wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum so viel Hass kommt und so viel Hetze kommt, weil man eben es nicht aushält, wenn Dinge in Frage gestellt werden. Ja, 300.000, das ist auch ein Grund, ein bisschen Bilanz zu ziehen, ein bisschen zurückzublicken. Ich hätte das nie gedacht, dass sich das so entwickelt. Wie gesagt, vor einem Jahr noch, ich glaube, es waren unter 15.000 Abonnenten in dieser Richtung. Und da war ich schon beeindruckt, fand das schon wichtig und fand das schon schön. Und dass es so viele werden, war nicht abzusehen. Woran liegt es? Ich glaube, es liegt an den Zeiten. Es liegt gar nicht so sehr an meiner Arbeit. Es liegt daran, dass sehr viele Menschen fühlen, dass irgendetwas schief geht bei uns. Sehr viele Menschen spüren, dass sehr viel gelogen wird. Sehr viele Menschen spüren, dass viele nicht aufrichtig sind. Sehr viele Menschen spüren, dass viele Journalisten sich mehr als Erzieher fühlen, denn als Journalisten. Und deshalb glaube ich, da ist ein immenser Bedarf da nach Information, die etwas abweicht von den offiziellen Dogmatas. Und ich glaube, das liegt weniger an mir. Ich hatte einfach das Glück oder das Pech oder wie man es auch immer nennt, zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu sein, aus Sicht von Angela Merkel und Co. an der falschen Stelle. Und wenn man sich anschaut, wie der Seibert inzwischen mich attackiert, wie er auch hier faul spielt, wie selbst die Merkel mich attackiert, wie sie es nur noch schafft,
mit Spott zu antworten statt sachlich, dann sind das Belege dafür, dass hier kritischer Journalismus noch den Punkt treffen kann. Noch kurz zu den ganzen Hassern. Mich wundert das immer wieder. Es gibt ja einen Kollegen in der Bundespressekonferenz, der Thilo Jung, da hat man den Eindruck, der schaut sich alles von mir an, der kommentiert das ständig. Also es geht fast in die Richtung Besessenheit. Ich kann das nicht verstehen. Mir ist das völlig egal, wie die Kollegen hier zu vielen Dingen stehen. Ich nehme es mit einer gewissen professionellen Neugierde zur Kenntnis, aber ich würde das nie jetzt zum großen Inhalt meiner Tätigkeit machen. Manchmal muss ich darauf reagieren, weil es so lästig ist, aber auch das mache ich selten. Aber diese wirklich fast Besessenheit, die da einige an den Tag legen, dann mit ständigen Beschimpfungen, mit ständigen Diffamierungen, die ist das beste Beweismittel dafür, dass hier etwas nicht stimmt. Wenn jemand eine andere Meinung hat als ich, finde ich das völlig in Ordnung, habe überhaupt kein Problem damit und finde, in einer Demokratie muss das immer so sein. Warum lässt es so vielen Menschen keine Ruhe, dass ich, dass Sie, dass ihr eine andere Meinung habt? Warum können so viele Menschen damit nicht leben? Warum müssen so viele Menschen aggressiv werden, diffamieren? Ja, die Psychologen sagen, das hat damit zu tun, dass sie ihre Zweifel verdrängt haben, dass wir sie an diese Zweifel erinnern. Zum Beispiel bei dem Thema, das ich jetzt gar nicht nenne, wo es um eine Spritze geht. Und natürlich, die meisten Menschen werden da gewisse Ängste und Sorgen haben, die verdrängen sie und dann kommen böse Menschen und befördern diese Ängste. Und das sind Schutzmechanismen und darum nehme ich es denen auch nicht übel. Das sind einfach Versuche der unsicheren Seele, sich hier in irgendeiner Art und Weise zu verteidigen. Genauso wie bei Herrn Seibert, da ist es ja auch so, fällt Ihnen sicher auch auf, wie er auf den Bundespressekonferenzen ständig diese Papiere und sich dann noch reinbringen lässt. Und ich sage jetzt nichts dazu, da kann sich jeder selber ein Bild machen. Schauen Sie sich mal aufmerksam das Ganze an. Und das macht nicht den Eindruck, dass da jemand in sich ruht, muss ich ganz ehrlich sagen. Es macht auf mich den gegenteiligen Eindruck. Und wenn man dann mir vorwirft, ich würde verunsichern, weil ich kritische Fragen stelle, weil ich aufdecke, wo sie sich widersprechen, dann ist das in meinen Augen eine Projektion. Also das, was man selber macht, überträgt man auf andere. Ich möchte mich nochmal bedanken. Ich glaube, ich wäre verrückt geworden in dieser Corona-Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich selber an meinem Verstand zweifle. Man hinterfragt sich ja ständig als reflektierender Mensch. Man fragt sich immer, machst du das richtig, machst du das nicht richtig? Und wenn ich nicht so viel Unterstützung hätte, wenn ich nicht wüsste, so viele Menschen, die haben die gleichen Zweifel wie ich, dann wäre ich vielleicht verrückt geworden in dieser Zeit. Und ich denke, wir müssen ständig fortfahren, uns selber zu hinterfragen. Vielleicht irre ich mich mit meiner kritischen Haltung. Ist völlig möglich, kann man überhaupt nicht ausschließen. Ich finde es nur schlimm, wenn eine Seite für sich in Anspruch nimmt, im Besitz der Wahrheit zu sein. Und das ist totalitär und das ist etwas, was gefährlich ist. Ich habe gestern ein längeres Interview gemacht mit dem Fernsehteam und die haben mich gefragt, wie ich mit diesem ganzen Hass zurechtkomme, mit diesen ganzen Beschuldigungen. Und dann habe ich erst mal selber länger darüber nachgedacht. Ich glaube, das ist Russland, weil ich das ja alles erlebt habe. Also ich habe dann ein böses Bild benutzt. Ich habe gesagt, ich bin wie jemand, dem man schon zwei Arme abgeschossen hat und ein Bein und der hat dann im Kugelhagel nicht mehr so viel Angst. Und so geht es mir. Wenn man all das erlebt hat, wenn man im Staatsfernsehen verunglimpft wurde, wenn die übelsten da Lügen über einen verbreitet wurden, dass mein Großvater Hitler zum Krieg überredet hätte und dergleichen, dann legt man sich irgendwann eine Elefantenhaut zu. Ich verstehe jeden, der diese Elefantenhaut nicht hat. Ich verstehe jeden, der sich ansieht, wie Menschen, die heute kritisch sind, wie die schikaniert werden, wie die diffamiert werden, wie die entmenschlicht werden. Ich verstehe jeden, der deswegen den Mund hält oder sich fürchtet und sich zurücknimmt. Und umso wichtiger finde ich, dass ich diese Abhärtung, die ich habe, was mir, ja, ich sehe es als Bereicherung an. Es war eine große, wichtige Erfahrung. Und wenn ich die nicht nutzen würde, dann glaube ich, wäre das schlimm. Jetzt erzähle ich die ganze Zeit von mir. Das ist wieder der Reitschuster, der immer schimpft, wenn andere von sich erzählen. Und jetzt berichte ich von mir. Ich habe schon mal erzählt, für mich das schlimmste Beispiel dafür, für diese Ich-Bezogenheit, vor der ich mich so gut es geht hüte. Und sagen Sie mir es ganz ehrlich, wenn ich da nicht mehr erfolgreich bin im Hüten vor einer Ich-Bezogenheit, als der Arkadi Mamontow am Untergangsort der Kursk, dieses russischen
U-Boot ist das damals mit 118 Mann an Bord in der Barentssee untergegangen ist. Ich war ein paar Wochen später, war ich an dieser Stelle mit dem Schiff und da war die sogenannte Nordnacht, wenn es in der ganzen Nacht hell ist. Und wir kamen dann irgendwann um 4 oder um 5 an der Unglücksstelle an und es wurde dann ein Schiffshorn betätigt und das werde ich nie vergessen. Das war so gespenstisch. Man wusste, da unten ist dieses Seemannsgrab und Und dieser Arkadi Mamontow war vom russischen Staatsfernsehen der erste Journalist, der vor Ort war, auf einem Rettungsschiff. Und der hat dann im Fernsehen sich beklagt, dass er keine Zigaretten mehr habe. Und wer jetzt mithöre, der möge ihm Zigaretten schicken. Und da habe ich mich sowas von fremd geschämt. Da unten kämpfen 180 Menschen um ihr Leben. Wusste man nicht. Die meisten waren schon tot, wie sich herausstellte. Und dann oben als Journalist sich hinstellen und zu sagen, ja, mir geht es so schlecht, weil ich keine Zigaretten habe. Gruselig, gruselig. Und das ist für mich immer ein abschreckendes Beispiel. Und ich hoffe, das funktioniert auch. Das ist ja auch das Infame an diesen ganzen Anschuldigungen, Diffamierungen und all dem. Man muss sich dann verteidigen und dann spricht man über sich selber. Also von daher, jetzt habe ich viel über mich gesprochen. Ich werde mich anstrengen, weniger über mich zu sprechen. Schreiben Sie es ruhig und schreibt es ruhig unten rein, ob euch das zu viel ist oder zu wenig. Und noch als kleine Geste der Dankbarkeit möchte ich noch 10 von meinen Büchern, Briefe aus einem untergehenden Imperium, verlosen. Das gibt es gar nicht mehr zu kaufen. Ich habe noch ein paar Restexemplare. Also wer das Buch möchte, möge unten im Kommentar reinschreiben. Ich möchte an der Buchverlosung teilnehmen. Und 10 werden dann dieses kleine Büchlein, das ist ein ganz frühes Buch von mir, geschenkt und zugeschickt bekommen. Zur Feier dieses Tages mit 300.000 Zuschauern. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Bitte nicht unterkriegen lassen in dieser schwierigen Zeit. Das Wichtigste ist, nicht den Humor zu verlieren. Das ist meine Erfahrung aus Russland, die allerwichtigste. Humor ist das beste Mittel gegen Krisen. Je schlechter die Lage, umso besser muss der Humor sein. In diesem Sinne, alles Gute. Danke. Ciao. Fast vergessen, auf meiner Seite 3 Berichte von der gestrigen BPK. Dazu noch ein Videobericht hier auf meinem Kanal und auf dem in Anführungszeichen Ersatzkanal, den meine Unterstützer machen, reitschuster-leerzeichen.de. Bitte den auch abonnieren. Helfen Sie den Unterstützern, ganz, ganz wichtig. reitschuster-leerzeichen.de, die sind knapp vor 100.000 und da, wer da noch ein Abo dalassen kann, dass man dieses Reitschuster-Leerzeichen.de auf 100.000 bringt, dann denen wäre ich sehr, sehr dankbar. Und jetzt vergesse ich schon mein Deutsch, das Zeichen dafür, dass ich dringend Schluss machen muss. Alles Gute, danke, ciao. Ja, und ein Backstage und pünktlich, seit ich diese Backstages mache, das ist wirklich ein Fluch. Ich habe sonst immer einen guten Witz parat und wenn man die dann auf Abruf machen muss, im Backstage, diese Witze, dann fallen sie einem nicht ein und man muss ja auch immer aufpassen, vor allem wenn man schon ein schlechtes Gedächtnis hat, wie ich inzwischen, dass man diese Witze nicht mehrfach erzählt. Und Russland ist ja ein regelrecht das Sammelbecken von Witzen. Es gibt dort unglaublich viele, nur sind eben sehr, sehr viele nicht geeignet für Deutschland. Tut mir im Herzen weh. Einmal muss ich ein nicht jugendfreies Video machen, wo ich dann die nicht jugendfreien russischen Witze erzähle. Hätte ich jetzt sofort welche parat, aber da muss man eben höllisch aufpassen, weil man da ganz, ganz schnell in Teufels Küche gerät. Und einen kleinen Witz, der ist mir jetzt aber eingefallen: Ronald Reagan und Brezhnev treffen sich und im Weißen Haus fragt der Brezhnev den Reagan, wovor er besonders stolz ist. Dann sagt er auf die Brücke über dem Pantomak, die vierspurige. Sagt der Brezhnev, obwohl er sich selten an was erinnert, sagt, das waren aber doch nur 2 Spuren, sagt der Ronald Reagan. Ja, das ist unser Leid, das ist unser Elend. Es sind 2 Spuren für die Korruption draufgegangen. Wir kämpfen in Amerika gegen die Korruption, aber nicht immer erfolgreich, darum haben wir nur 2 Spuren. 4 Wochen später, Gegenbesuch von Ronald Reagan im Kreml, fragt der Reagan den Brezhnev, worauf er besonders stolz ist. Und sagt er, hier diese wunderschöne Brücke über die Moskwa.
Dann sagt der Regen, da ist aber doch gar keine Brücke, da ist doch nur Fluss. Dann sagt der Brezhnev, ja, das ist unser Elend, es sollte eine Brücke da sein, aber die Korruption, die Korruption, die Korruption. Ja, erstaunlich. Und allem, was ich mitkriege, sind wir in Sachen Korruption inzwischen auch auf einem sehr guten Weg. Unten im Alltag noch nicht so viel, aber auch da schon. Also ich weiß das, aus Berlin könnte ich da Geschichten erzählen von wegen Ausländerbehörden oder auch Schulen, wo ich früher geglaubt hätte, das gibt es nur in Russland oder in anderen Ländern. Aber das wäre schon wieder eine Geschichte für ein eigenes Video. Und jetzt rede ich schon wieder viel zu lange, 15 Minuten. Herrje, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und gute Vorsätze für kürzere Videos. Alles Gute, macht's gut, danke, ciao, nicht unterkriegen lassen.